Servus YouTube, hier ist euer Antrax und ich begrüße euch zu einem neuen Commentary Gameplay hier auf meinem Kanal. Ja, heute ist das Gameplay nicht von mir, sondern es ist vom Commander Krieger, wie das Ganze kam. Und zwar hat er dieses Gameplay selbst bei sich hochgeladen, hat es kommentiert und hat gesagt, ihr könnt euch das runterladen, könnt es selbst kommentieren. Und ja, das Beste, das lädt er nochmal bei sich auf dem Kanal hoch und ich habe mir gedacht, ich probiere einfach mal mein Glück. Ja, er spielt hier mit der PP90M1 auf der Map Seatown, und zwar ein Sprengkommando. Auf die Waffe draufgepackt hat er noch das Rotpunktvisier, als Zweifarbe die Scorpion. Und als Perks hat er Attentäter dabei. Also erst Aufklärer, dann Attentäter. Und als drittes Perk Meisterschütze. Und als Killstreaks die Supporter Killstreaks, und zwar das Advanced UAV, den Stealth Bomber und das EMP. Ja, ich habe heute ein Thema für euch vorbereitet. Und zwar ist es, denke ich mal, ein Thema, das hat's. Ja, zumindest noch nicht oft auf YouTube gegeben, wenn nicht sogar noch gar nicht. Und zwar ist das Thema die Entwicklung von Modern Warfare. Ja, über Waffen, über Maps, über Perks, über Killstreaks kann jeder reden. Aber das Ganze bei drei Games gleichzeitig zu machen, das habe ich so noch nicht gesehen. Ja, ich will heute mal so ein bisschen die Games vergleichen. Wie, will euch erzählen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Und wir kommen auch direkt mal zum ersten Punkt. Ja, und zwar ist das erstmal etwas Allgemeines zu den Spielen, und zwar das Spielsystem, sag ich mal. Ich beziehe mich natürlich da nur auf den PC, weil ich spiele ja selbst nur auf dem PC. Ich kann das bei PS3 und Xbox natürlich gar nicht beurteilen. Und deswegen erzähle ich das euch nur aus der Sichtweise eines PC-Gamers. Und ja, der erste Punkt ist das Matchmaking, beziehungsweise die dedizierten Servern. Also bei Code 4, da hat man ja noch dedizierte Server gehabt, die sich, ja, die dann von irgendjemandem gestellt wurden, von irgendwelchen Clans oder was weiß ich, wo man drauf joinen konnte. Und diese Server, die hatten bis zu 64 Slots. Das heißt, da konnten wirklich jede Menge Leute drauf joinen. Und diese 64 Mann waren natürlich für, ja, ich sag mal, für die Maps viel zu viel. Man muss sich überlegen, diese 64 Mann Server, die wurden auf der Xbox und auf der PS3, soweit ich weiß, mit 12 Leuten gespielt, die Maps. Also es ist, ja, jetzt fünfmal so viel bald, oder... Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel, wenn es auch zu faul zum Rechnen. Aber, ja. Bei MW2 war es dann ja so, dass es ein Matchmaking-System gab. Das heißt, man hat einfach nur seinen Spielmodus ausgesucht und kam automatisch auf einen Server. Dasselbe bei Black Ops auch. Ja, und die Vorzüge von diesen dedizierten Servern sind natürlich, dass es Admins gibt auf den Servern, die kicken können und bannen können. Und da gibt es natürlich viel weniger Hacker und Cheater. Ja, bei MW2 und bei MW3 ist das Ganze teilweise sehr ausgeartet. Bei MW3 gibt es ja auch schon die ersten Cheater wieder. Ja, da gibt es eben keine Admins und deswegen kann da eigentlich auch jeder ein bisschen tun lassen, was er will. Ich meine, es gibt natürlich das Anti-Cheat-System VAC. Aber besser ist natürlich trotzdem, wenn da ein Admin ist, der die Leute direkt runterschmeißen kann. Ja, dann der nächste Punkt, und zwar die Ränge. Bei Code 4, da waren das ja Ränge bis 55 und es gab kein Prestige. Das heißt, wenn man das gespielt hat, Moment, man war dann irgendwann Rang 55, hatte vielleicht nur alle Goldwaffen, da gibt es natürlich nicht so sehr diese Langzeitmotivation. Bei MW2 wollten sie das, denke ich mal, ein bisschen verbessern, haben deswegen dann die 10 Prestiges dazugenommen. Die gab es bei Code 4 ja auf der Konsole, also da gab es die schon, auf dem PC dann erstmal bei MW2. Gleichzeitig dazu kamen noch Titel und Embleme, was natürlich die Langzeitmotivation nochmal erhöht. Dasselbe dann wieder bei MW3, da gibt es ja auch 10 Prestige. Hier haben sie allerdings eine Sache geändert, und zwar, dass es diesen Prestige-Shop gibt, dass man das Ganze nochmal ein bisschen, ja, individualisieren kann, was man da wirklich machen will, wenn man jetzt Prestige gegangen ist, was man da bekommen will. So, ihr seht, ich beeile mich hier ganz schön. Commander Krieger hat zwar gesagt, es könnte für den einen oder anderen schwer werden, hier 15, 16 Minuten durchzulabern, aber ich habe hier so viele Punkte, die muss ich jetzt hier runterrettern. Da könnte das mit der Zeit sogar relativ knapp werden. Deswegen geht's auch direkt weiter. Und zwar, mein nächster Punkt ist Steam. Also bei Code 4, da gab es keine Steam-Pflicht. Das heißt, das war sehr viel angenehmer, sage ich mal, zu spielen. Da hat es wirklich nur für den Server abgehangen und wenn Steam down war, ja, dann hat das da einfach keiner interessiert. Bei MW2 und bei MW3 gab es dann die Steam-Pflicht, ist meiner Meinung nach eher eine, ja, Rückentwicklung, kann man nicht sagen. Ich meine, es hat natürlich auch seine Vorteile mit Steam. Man hat mehr ein, also man hat dieses In-Game-Chat, man hat eine Plattform, über die man kommunizieren kann. Das stärkt natürlich das Teamplay ein bisschen mehr, sage ich mal, auch wenn Call of Duty ganz klar ein Ego-Shooter ist. Aber
Nun ja. Gut, dann Code 4 war modbar. Das heißt, es gab Mods, es gab Custom Maps und das Ganze legal. Bei MW2 gab es natürlich auch Mods. Und bei, bei MW3, da weiß man nicht, ich weiß, dass es schon gehackte Lobbys gibt, wo man dann irgendwie Rang 1 wird oder so, weil man minus 2 Milliarden EP bekommt. Naja gut, das haben sie bei Code 4 natürlich besser gelöst, sage ich mal. Aber ich denke, die wollten das Ganze so ein bisschen mehr kontrollieren. Deswegen auch dieser Steam-Zwang, sage ich mal. Und einfach nicht mehr die Möglichkeit, die Games zu modden. Ja, der nächste Punkt auf der Liste ist die Grafik. Diese ist bei Code 4 eher schlicht gehalten, sage ich mal. Sehr, ja, einfarbig, sage ich mal. Also natürlich, es gibt schon andere Farben, aber die sind nicht so sehr kräftig. Wenig Kontrast. Die haben sie bei MW2 natürlich ganz klar verbessert. Das war dann schon recht bunt, sehr viel Kontrast. Und ich denke, das wollen sie bei MW3 dann wieder so ein bisschen rückgängig machen. Wollten so ein Mittelding dazwischen finden, weil sich einige beschwert haben, dass MW2 zu bunt wäre. Deswegen bei MW3 eher wieder so ein Mittelding zwischen Code 4 und Code 6. Natürlich bessere Texturen als bei Code 4, dafür weniger Kontrast. Und mir persönlich gefällt das eigentlich ganz gut, das Design. Ja, das Design führt mich auch direkt weiter zu meinem nächsten Punkt, und zwar sind das die Maps. Also ich muss sagen, bei den Maps, da hat sich in der ganzen Code-Reihe, also in der Modern Warfare-Reihe, nicht sehr viel geändert. Die waren eigentlich immer mittelgroß, kann man sagen. Das heißt, nicht so wirklich sehr kleine Maps, aber auch keine riesen Battlefield-Maps. Also die waren immer sehr mittelgroß. Es gab viele offene Flächen, zumindest bei MW1 und bei MW2. Da muss man zu sagen, bei MW1, das war sehr für Sniper gemacht, sage ich mal. Da gab es wirklich noch dieses Hardscopen, dieses typische Snipen. Bei MW2 ging das Ganze ein bisschen mehr zu Quickscope über, aber man konnte trotzdem noch richtig Hardscopen, also den ursprünglichsten vom Snipen. Bei MW3 sind die Maps zwar auch von der Größe noch vergleichbar, allerdings sind die viel, viel verwinkelter. Ich denke, das wollten sie dann ein bisschen damit ausgleichen, dass Quickscopen ja nun wirklich sehr leicht ist. Und ja. Ein weiterer Punkt bei den Maps ist, dass es bei Code 4 keine Map-Packs gab. Das heißt, da haben ja bei MW2 und MW3 Activision meiner Meinung nach so festgestellt, das ist ein Game, das verkauft sich super gut, da kann man Geld mitmachen. Ich denke wirklich, dass es nur dieser Aspekt war bei Activision. Das finde ich dann natürlich sehr schade. So, dann der nächste Punkt, die Waffen. Also wie gesagt, Code 4 war so das erste Game eigentlich in dem Bereich mit Rangsystem und so weiter. Und ja, mit Aufsätzen, mit Klasseneditor. Und da hat es natürlich auch einiges bei den Waffen getan. Im Vergleich zu MW2 gibt es wirklich zum Beispiel sehr wenige Schrotflinten. Man hatte nur eine Pistole als Zweitwaffe. Außer natürlich, man hat das Perk Overkill benutzt, wo man zwei Primärwaffen tragen konnte. Allerdings gab es auch keine overpowerten Waffen. Also bei Code 4 hat sich eigentlich so niemals so sehr über eine Waffe geärgert. Liegt natürlich vielleicht auch daran, dass Code 4 von nicht so vielen Leuten gespielt wurde wie MW2. Aber vielleicht waren die Waffen doch einfach gebalanceder. Daran sieht man, Code 4 war noch mehr ein Game, also Richtung Core-Game, was wirklich für Pros ist, sag ich mal. Ich meine, da kann auch jeder Noob eine ausgeglichene KD haben. Aber es war trotzdem noch schwerer als bei MW2, was wirklich einfach jeder gespielt hat. Weil bei MW2 war es dann ja so, es gab Zweitwaffen, man konnte sogar auf Zweitwaffen Aufsätze draufpacken. Es gab viele OP-Waffen, also G18 oder Noob-Tube. Es gab mehr Aufsätze, Akimbo, das heißt zum Beispiel, oder Vollmantel. Das heißt, da wollten sie das Game natürlich weiterentwickeln, mit mehr Möglichkeiten, was natürlich dann aber auch wieder zu einer Unausgeglichenheit geführt hat. Ja, bei MW3 wollten ja das, denke ich mal, wieder ein bisschen zurückbringen. Die Waffen sind zwar relativ gleich wie bei MW2, die Aufsätze sind relativ wie bei MW2. Was neu dazugekommen ist, sind diese Waffenfertigkeiten, dass man zum Beispiel weniger Rückschuss hat oder so. Aber man da kann zum Beispiel keine Schrotflinten mehr als Sekundärwaffe mitnehmen. Außer natürlich wieder mit dem Perk Overkill. Das heißt, hier haben sie auch wieder so ein Mittelding gefunden zwischen Code 4. Ich denke, da wollten die das Waffenbalancing wieder ein bisschen in Ordnung bringen. Allerdings ist das natürlich zum Beispiel mit der FMG 9 Akimbo wieder ein bisschen misslungen. Ich hoffe, das wird noch gepatcht. Da gibt es wieder OP-Waffen. Aber ich denke, die wollten trotzdem wirklich versuchen, MW3 zu verbessern. Ja, ein weiter richtiger Punkt, den man auch in den Waffen in Verbindung bringen kann, ist, dass es bei Code 4 kein Equipment gab. Das heißt, es gab schon Equipment wie C4 oder so, aber das nur als erstes Perk.
bei MW2 wurde das dann ja als eigener Slot eingeführt, dass man sich da was auswählen konnte, Taktikanstieg, Semtex, Wurfmesser und so weiter. Ja, das haben sie bei MW3 auch wieder geändert. Das ist auch so ein Mittelding, sage ich mal, zwischen Code 4 und Code 6. Und man merkt wirklich sehr stark, dass es ein Spiel aus beiden Spielen ist, sag ich mal. Und zwar ist es bei MW3 ja so, dass es kein Equipment mehr gibt, sondern dass es aufgeteilt wird nach Primär- und Sekundärgranaten. Also Primär- und Taktikgranaten. Das heißt, bei Primär kann man sich dann Dinge wie die S-Mine auswählen, anstatt den Frag-Granaten zum Beispiel. Und natürlich gibt es dann bei Taktikgranaten auch wieder was anderes. Man muss keine Blendgranaten mitnehmen, man kann auch so ein tragbares UAV mitnehmen, EMP-Granaten oder sowas. Also da haben sie wieder einige Neuerungen reingemacht, natürlich um das Spiel interessant zu machen. Aber, ja gut, da kann ich mir jetzt nicht genauso sagen, was sie dabei gedacht haben. So, kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Ich muss mich hier ranhalten, haben nicht mehr so viel Zeit. Und zwar die Perks. Bei MW1, da gab es ja keine Pro-Perks. Es gab, also der erste Perk-Slot war eigentlich für Equipment vorbehalten. Es gab Feuerkraft, allerdings gab es da einen Ausgleich zu, und zwar Juggernaut. Und die Deathstreaks gab es auch nur als Perk. Also man konnte zum Beispiel Materium als Perk mitnehmen. Ja, das haben sie bei MW2 geändert. Es gibt wieder einen extra Slot für Deathstreaks. Der erste Perk-Slot ist auch dann für Perks, nicht mehr für Equipment. Es gibt Pro-Perks. Allerdings, was sie hier nicht so gut gemacht haben, finde ich, es gibt keinen Ausgleich zu Feuerkraft. Also bei Code 4 gab es ja den Juggernaut, der es so ein bisschen ausgeglichen hat. Das haben sie bei MW2 weggelassen. Bei MW3, denke ich, wollten sie das wieder verbessern, haben Feuerkraft rausgenommen. Und ich denke, das war wirklich eine sehr gute Weiterentwicklung, weil dadurch wird der zweite Perk-Slot einfach frei und man verwendet ihn für andere Perks. So, ja, ich hasse die von einem Punkt zum anderen. Es sind einfach wirklich so viele Dinge, die man ansprechen muss, wenn man die Dinger vergleichen wie die beiden Games. Und deswegen geht's auch weiter mit den Killstreaks. Also bei Code 4 war es wirklich so, dass die Killstreaks supporten sollten. Das bedeutet, man hatte auf der 3 ein UAV, auf der 5 einen Luftschlag und auf der 7 einen Heli dabei. Die waren nicht so sehr stark, haben nicht so viele Kills gemacht, sondern haben mehr supportet und das Game war mehr auf Gun und Gun ausgelegt. Bei MW2 war es ja so, man hatte sehr viel mehr Killstreaks, man konnte die auswählen, also die drei, die man haben wollte. Und die Killstreaks waren wirklich sehr stark. Das heißt, man hatte eine Predator und das hat ganz oft schon automatisch einen Helikopterschützen bedeutet, mit dem man wirklich alles wegbashen konnte. Ja, das haben sie bei MW3 wieder geändert. Und zwar denke ich, dass sie hier wieder von diesem Killstreak-Gebäsche weg wollten, haben deswegen die Abschusslane ein bisschen abgeschwächt, denke ich mal. Und die anderen beiden Killsticks eingeführt, also den Supporter, wo man sterben darf, der aber dafür keine Kills macht, die Abschusszellen, also natürlich Stealth-Bomber und sowas, und den Spezialisten. Hier muss man dazu sagen, dass sie die Killsticks höher angesetzt haben, eben damit es nicht mehr dieses Killstreak-Gebäsch gibt, als zum Beispiel den Chopper-Gunner auf der 18. Was hier natürlich auch eine schöne Neuerung ist, die das Game viel interessanter macht, was natürlich im Sinne von Activision ist, weil es dann mehr Leute kaufen, sind die Point-Streaks, weil das ist eben eine grundlegende Neuerung, dass man natürlich auch durch Flaggen einnehmen und so seine Killstreaks aufbauen kann. So, jetzt habe ich hier noch zwei Punkte, ich hoffe, die kriege ich hier noch angesprochen, und zwar sind das die Herausforderungen. Bei Code 4, da gab es nur Primärherausforderungen, Sekundär gab es ja nicht, weil es gab ja nur Pistolen. Fünf Herausforderungskategorien, also neben den Waffen. Und ja, ich habe es schon angesprochen, es gab keine Titel und keine Embleme. Das ist eben diese Langzeitmotivation, die man bei MW2 höher setzen wollte. Weil bei MW2 gab es dann Primär- und Sekundärwaffenherausforderungen. Es gab schon 12 Herausforderungskategorien. Es gab Titel, es gab Embleme, es gab Auszeichnungen. Ganz einfach, um diese Langzeitmotivation aufrechtzuerhalten, damit das Spiel lange gespielt wird. Bei MW3 dasselbe, Primär- und Sekundärwaffenherausforderung. Hier sogar noch eine Herausforderungskategorie mehr, nämlich 13 Stück. Dazu gibt es nochmal tägliche und wöchentliche Herausforderungen. Und auch hier gibt es wieder Titel und Embleme. Also ich denke, bei MW3, da zielt Activision auch wieder auf eine Langzeitmotivation des Spiels ab. Damit, damit man das einfach lange spielt und das sich eben so auch weit verbreitet. So, jetzt noch ein bisschen mehr als eine Minute, schnell mein letzter Punkt, und zwar die Spielmodi. Bei MW4 waren das wirklich nur diese Standardspielmodi, Team Deathmatch, Suchen, Zerstören und sowas. Aber es gab einen Oldschool-Modus. Der wurde aber meines Erachtens nicht so viel gespielt bei Code 4, deswegen haben sie ihn rausgenommen bei MW2 und haben stattdessen Sprengkommando eingeführt und Capture the Flag. Bei MW3
bei MW3. Da gibt es eigentlich dann genau dieselben Spielmodus wie der MW2. Allerdings kommen hier wieder neue dazu, eben um dieses Spiel nochmal zu verbessern, um es interessanter zu machen für Käufer, die MW2 schon gespielt haben. Und zwar kam hier Kill Confirmed und Team Defender dazu. Und im privaten Spielmodus sogar noch weitere Spielmodis. Ganz eben, um das Spiel interessanter zu machen, damit es gekauft wird. Und ja, das war's eigentlich so. Ich habe die Punkte jetzt hier noch, ja, ich sag mal, von der Zeit her gerade so durchbekommen. War wirklich ein sehr hastiges Commentary. Ich hoffe allerdings, dass euch das trotzdem gefällt, weil es dieses Thema wirklich so noch nie gegeben hat, diesen Vergleich von den Spielen. Ich hoffe, dass auch Commander Krieger dieses Video interessant findet. Ja, das war's eigentlich so viel dazu. Eine tolle Idee von CK, das muss man dazu nochmal sagen. Und ich verabschiede mich jetzt und sage Servus Leute, das war euer Antrags.